Das finde ich doof. Das heißt, ich muss ganz schnell einen Generator basteln. Denn das geht so nicht. Genau, Biogenerator. Habe ich schon fast gedacht, dass das Ding ein bisschen mehr Strom frisst. Aha, toll. Warte, ich stelle den mal aus hier. Ist er jetzt an oder aus? Ich glaube, ich habe ihn ausgestellt. Ja, er ist aus. Okay, gut, dann kann ich den ja hinstellen. Dann müsste das andere Gerät da drin. Ah ja, hier ist auch Licht. Wir sehen es. Wunderbärchenhaft. Dann kann ich ja hier Rahmen herstellen entsprechend. Erstens die erweiterten Rahmen, die bringen mir halt nichts. Brauchte ich zwei? Ja, ich brauche zwei, sehe ich gerade. Genau. So. Zwei Elektronik, zwei Komposit. Also davon erstmal eins. Davon zwei und davon auch zwei. Sehr schön. Also es wird trotzdem angezeigt, obwohl es ausgeschalten ist. Na, das ist natürlich nicht schlecht. Da brauche ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Verstehe ich aber nicht den Sinn dahinter. Oh, ich verhungere schon wieder. Okay. Komisch, dass wir immer verhungern, ne? Ah, seltsam. Ja, irgendwie macht das nicht so satt anscheinend, was wir hier dabei haben. Aber wir haben in dem hier hinten doch eigentlich noch Fleisch drin. Ich würde sagen, nehmen wir doch hier diese 40 Einheiten wundervoll herrliches Fleisch mit. Weil das hilft auf jeden Fall noch mehr als das andere. So. Da sehen wir es, ne? Ratzfatz. Fertig. So. Wunderbärchenhaft, das müsste jetzt genügen. Und dann kann ich ja... Hab ich Rahmen? Ne, ich wollte Rahmen herstellen, genau. Ich wollte Rahmen herstellen. Mach einfach mal so ein paar. Ja, auch noch welche von... So. Dann lasse ich aber mal das hier. Weil das brauche ich garantiert jetzt erstmal nicht. So. Genau. Ach, das sind die erweiterten Platten. Naja, die müssen wir vielleicht auch mal beiseite schieben. Gut. Dann erstmal hier die Platten noch weiter gemacht. Genau. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie breit. Also ich denke mal, ich mache von der Breite her das erstmal zwei von diesen Feldern breit. Ja. Und dann schauen wir mal, ob das dann ausreicht für ein Fahrzeug. Ich weiß auch gar nicht, gibt es Hangartore, gibt es sie nicht? Schwierige Sache, das. So. Das war schon mal das. Ups, los, komm. Natürlich riesig, wenn das dann fertig ist. Aber für das Auto ist dann... Ich bin halt wirklich gespannt. Ich habe das noch nie vorher probiert. Und würde mich natürlich doch interessieren, wie ist das? Können wir dann vielleicht auch einen Container drauf packen? So ein bisschen wie so diese mobilen Anlagen, die man sich dann bei Space Engineers oder bei Empyrean basteln kann. Ja. So. Ah, brauchen wir mal ein bisschen was hier. Bloß dann können wir halt mal anfangen, endlich dieses Fahrzeug zu basteln, beziehungsweise diese Halterung dafür. Und ich denke mal, dann wird es ja losgehen, dass man auch das Fahrzeug basteln kann, dass die Teile freigeschalten sind. So, ich brauche immer drei Stück. Puh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie viel? Ah, das ist viel zu viel. Wenn ich immer drei Stück brauche, machst du erstmal 12. Ist zwar viel zu wenig, aber immer so ein bisschen mit Vorsicht. Nicht gleich immer alles, ne? So nach dem Motto, oh, ich mach gleich alles, was ich habe und dann hängst du da und hast nichts und brauchst aber irgendwas und naja, das macht man einfach nicht. Nein, 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 da muss man geduldig sein, ja? Ein bisschen Geduld. So. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es immer drei sind, die man braucht. Aber gut, okay. Ich glaube aber auch, das passt genau. Wenn ich das gerade so sehe. Ja, das passt. Sehr schön. So.
Dann kann ich hier jetzt, bevor ich die anderen mache, versuche ich erstmal hier diese Halterung hinzusetzen. Da haben wir es hier, die drei. Ach, Basic Frame, fehlt mir einer. Siehste, das wäre es dann schon gewesen. Schwuppdiwupp, hätte ich nicht genug gehabt. Schreckliche Vorstellung, das. Ja, geht gar nicht. So, na komm. Gib mir schnell meinen Rahmen. Rahmen. Und schon wieder muss ich an Nudeln denken. Schrecklich. Genau. Sehr schön. Achso, mechanische Teile. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch genug für haben. Aber zumindest ist die Bodenplattform dafür fertig. Na ja, gut, wenn es halt kein Hangar-Tor gibt, kein großes, müssen wir das Fahrzeug frei stehen lassen. Ist natürlich die Sache, kann das kaputt gehen dann durch die Aliens? Ganz nicht. So, dreimal Komposit und vier mechanische Teile. Okay. Passt, okay. Ich hatte jetzt schon eben Bedenken, dass es irgendwie gleich heißt, du kannst das nicht machen. So, wir werden mal ganz kurz hier ein bisschen schlummern. Sehr schön. Sieht hübsch aus, ne? Also ich muss auch wirklich sagen, also dafür, dass es die Unity Engine ist, bin ich echt wahnsinnig begeistert von dem Spiel. Ja. Hätte ich nicht gedacht, also dass man das so hübsch hinkriegt. Also ich habe schon einige Unity-Spiele, die echt nicht schlecht aussehen, aber das ist nochmal, ja, wirklich krass. Gut, jetzt haben wir das freigeschalten. Jetzt müsste ja dann irgendwas... Guck mal da haben wir ein Cockpit. Okay. Also kann ich jetzt ein Cockpit basteln. Interessant. Zwei Rahmen brauchen wir. Coole Sache das, ey. Ich mach gleich mal noch ein paar mehr hier. Können wir das nicht nochmal zwei machen? Schon mal vorsorglich zwei davon. Weil jetzt geht's ja dann los, ne? Jetzt kann ich zwei hiervon basteln und dann gleich zwei davon und schwuppdiwupp. Genau. So, wie ist das jetzt? Was brauche ich? Ach so, Glas, Elektronik. Okay. Einmal Glas, viermal Elektronik, vier Komposit. Was war das andere? Wahrscheinlich Mechanik, ne? Ach nee, das da, Mark 1, okay. Und zweimal Platin, also oder Platten halt. Ja, da haben wir ja welche. Davon halt noch eins, okay. Puh, einiges, ne? Das ist ja echt, also den, ja, jetzt geht's richtig los. Jetzt fangen wir an, dann, dass wir auch wirklich den Planeten richtig erkunden können, um zu gucken, was das alles hier so Schönes gibt. Und da freue ich mich natürlich auch mit am meisten drauf. Das ist ja letztendlich das bei den Survival Games zu gucken, okay, was gibt's denn da überhaupt alles, ne? Was hast du denn da Schönes? Schnieke. Da mir das gerade aber zu lange dauert, werde ich mich hier kurz reinlegen. Genau. Und dann ist er ja schon fertig. Ja, ist eine schöne Sache. So. Nee, da fehlt was. Ach so, hatte ich vielleicht eins zu wenig davon gemacht. Das kann natürlich sein, dass es zwei waren und nicht eins. Ja, gut, dann habe ich vielleicht nicht richtig hingeguckt. Aber ist egal, es sollte nicht so lange, das geht. Entschuldigung, ich bin da so ein bisschen aufgeregt. Das ist bei neuen Spielen immer so, wenn ich dann da hänge oder was bastel oder so, das ist das. Schnieker. Ich kann schon drinnen sitzen. Ich kann drin sitzen. Yes. Und so sieht mal ein geiles Cockpit aus, oder? Richtig, richtig gut. Ziemlich eng, aber gut. Okay. So, und was können wir denn jetzt hier schnieken? Jetzt. Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Armer Block. Okay. Den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Hoover Jack.
Lifts vehicle into the air, making it available for modification. Can be placed only on the ground, requires electricity. Kann man das vielleicht als Hovercrafter nutzen oder was? Hm. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Räder, ja, wäre nicht schlecht. Eine Aufhängung wäre nicht schlecht. Und ich möchte das damit mal testen. Also ob man... Dafür, gut, na gut, okay. Ich habe jetzt auch gesehen, ich brauche natürlich diesen Block anscheinend. Damit ich hier das weiter fortsetzen kann, ne? Naja. So, wir machen erstmal die vier. Achso, das... Ist das wirklich was, was man dann da... Na egal, wir machen erstmal die drei. Erste Aufhängung. Ich möchte das relativ klein halten, das Fahrzeug. Das heißt, hier eine. Entsprechend hier eine Aufhängung. Genau. Sehr schön. Was brauche ich? 4 Mechanik und 2 Kompositteile. Puh, aber langsam, ja, wir sehen's, ne? Hm, da brauchen wir wieder Eisen. Aber wir fangen langsam an, unser erstes eigenes Fahrzeug hier zu basteln. Und da freue ich mich natürlich mega drauf. Umso spannender wird es natürlich jetzt bei den nächsten Folgen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis dahin, euer.